Ja, wunderschönen guten Tag heute hier aus Deutschland, Düren. Ich grüße meine liebsten Eltern. Ich grüße all meine lieben, herzlichen, unternehmungsvollen Facebook-Freunde. Und besonders begrüße ich und spreche ich an unsere gemeinsamen Videokanal-Interessenten und Abonnenten. Ja, toll, dass ihr wieder dabei seid, ne? Und auf jeden Fall müsst ihr das Video, dann Präsentationsvideo von uns, jetzt das neueste, anlässlich zum Karfreitag, also schon ein Ostervideo, ja, Ostern ist ja dann Sonntag, ja, und dann haben wir noch den Ostermontag. Also, ich grüße euch ganz liebenswert, liebe Videokanal-Interessenten und Abonnenten, ja? Ich habe anlässlich heute Karfreitag wieder etwas vorbereitet, was der Markus gleich mal drehen wird. Es sind hier einige Osterspezialitäten dabei, also Eierlikör-Eier, Schokoladeneier und so weiter. Das wird jetzt gleich mal gedreht. Wir haben das natürlich jetzt noch in der Verpackung gelassen, weil das muss ich ja nach und nach genießen, ne? Dann ist die Besonderheit die zwei osterlichen Platzdecken mit Ostermotiven drauf, also ganz süßen Häschen und ja, mitten auf der Wiese hier Blumen, ne, mit Blumenstrauß und besonders hübsch finde ich auch Happy Easter mit dem Herzchen da, ja, und dem tollen Ei. So, und das wird jetzt alles mal gedreht. Dann hat der Markus auch für hochkreative Videogestaltung von mir ein T-Shirt erhalten. Ja, das ist das eine hier für Motorsport. Ja, und das andere, California, hat er sich selber zugelegt, ne? Anlässlich Ostern. Wir werden das jetzt nicht auseinanderfalten. Es wird also so gedreht, wie es hier liegt. Ja? Okay, gut. Ja, ein paar Ostersöckchen, ne? Werde dann ein paar auch meiner Mutti davon schenken. Das mit dem Häschen drauf und den Mohrrübchen. Ja, und dann noch ein paar Socken mit Ostereiern. Die hatte ich auch schon in einem letzten Videoteil drehen lassen, aber ich finde sie so hübsch und deshalb drehen wir sie nochmal. Besonders möchte ich nochmal vorstellen und betonen diese leckeren Eierlikörpralinen von meinem lieben, fürsorglichen Vati bzw. Daddy. Denn die schenkt er mir ab und zu, ne? Und die werde ich dann in den nächsten Tagen genießen. Ja, jetzt ist der Markus dran. Er muss jetzt alles, was hier auf dem Sofabett wieder sehr liebevoll von mir präsentiert wurde, drehen. Also bitteschön. I'm not afraid to die.
those worries you can let go. Dry your tears, promise I will stay close. Oh, I've been where you are. We all got scars. Schönen guten Tag nochmal. Ja, ich hoffe, bisher hat die Präsentation der Ostermotive und Osterdinge und Artikel euch gut gefallen, also beziehungsweise sehr gut gefallen. Ja, weil ich ja auf jeden Fall mich wahnsinnig freue, wenn ihr das Video wieder abonniert. Ne? Oh yeah. Es ist unser gemeinsamer Videokanal www.youtube.com. Clubland Orange, der Videokanalname. Clubland Orange wird am Anfang mit C geschrieben, in der Mitte mit 2 B. Ja, ich habe also auch für die gesamte Osterzeit eine hervorragende Tischdekoration wieder hier möchte ich zum Ausdruck bringen. Und diese wird der Markus jetzt gleich mal sehr ausführlich auch filmen. Ja? Ich wünsche euch also auch eine ganz tolle Osterzeit, aber gut zu meiner, zu meinen Abschlussworten komme ich dann noch gleich. Ne? Wir haben nämlich noch eine Besonderheit. Heute läuft im Fernsehen der international weltbekannte Spielfilm, der 235 Minuten geht, Cleopatra. Mit Sicherheit kennt ihr diesen Spielfilm, ja? Er ist von 1963 und ein ganz, ganz toller, unwahrscheinlich berühmter und bekannter Spielfilm über Kleopatra, ja? Ich finde ihn also ganz, ganz toll, schwärme sowieso sehr auch für Ägypten, ne? Und die ganzen Könige, Königinnen von früherer Zeit und so weiter, aber eben besonders auch für Kleopatra. Ne? Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt ist ja erstmal die Tischdekoration im Vorrang, weil das hat sehr, sehr viel Mühe und Arbeit auch gemacht. Ne? Aber ich gestalte das immer sehr hübsch, interessant und kreativ. Ich werde jetzt mal aus dem Bild gehen, damit der Markus das alles sehr schön ausführlich filmen kann. In der Mitte haben wir hier auch eine Beleuchtungsangelegenheit. Die hübschen Ostereier leuchten sogar und die Herzen und Sterne, die da drin sind, auch. Ja, ich habe es alles auch schön angemacht. Also es wird mit Sicherheit auch dann per Videoeffekt zu sehen sein. Gut, ich gehe jetzt mal aus dem Bild. Ciao! Nun drehen wir jetzt hier mal die andere Seite des Wohnzimmertisches, auch mit osterlichen Sachen. Es sind also hier die hervorragenden Osterkarten mit schönen Ostergrüßen an alle Lieben,
auch euch, ne, besonders. Also ich mache Ostergrüße an alle international, ja, alle lieben Freunde, Unbekannte, liebste Eltern und natürlich Videokanalinteressenten. Besonders habe ich euch lieb, Abonnenten. Ja, und die süßen Osterhäschen, die stehen ja drumrum, ne? Hat der Markus liebevoll besorgt, den tollen Osterhasen da, den grünen, bunten mit den Smarties drin, habe ich mich besonders gefreut. Das war auch eine kleine Aufmerksamkeit zu Ostern, diese Süßwaren da. Habe ich mich auch sehr gefreut, ja. Ja, und was haben wir an Ostern? Natürlich, dass man Fisch isst. Deshalb habe ich die Bratheringe nochmal dekoriert. In der Verpackung. Nächsten Tagen werde ich diese dann mal genießen. Entweder auf Brot oder mit Kartoffelchen dazu. Ja, dann haben wir natürlich die Ostereier. Das sind echte Ostereier, ne? 3 bis 4 farbig, also super, toll. Mein Daddy hat die auch gekauft für Ostern. Die kommen jedes Jahr immer sehr, sehr gut und ganz, ganz großes Kompliment. Vati meint, die gäbe es im Netto oder Rewe. Markus, wo hast du die Ostereier bitte gekauft? Wo? Im Rewe, also ganz, ganz großes Kompliment. Nicht den Osterhasen umkippen, bitte. An die Ostereier vom Rewe. Und die goldene Henne hier, den Eierlikör. Ostereierlikör mit den 2 Hennen drauf. Wo hast du den gekauft, Markus? Im Netto. Im Netto, okay. Also, ebenfalls ganz großes Kompliment an den Eierlikör vom Netto oder Norma? Okay, alles klar. Ja, der Milchreis ist auch sehr, sehr lecker. Pina Colada Geschmack. Latte Macchiato kann man sich nebenbei mal so machen. Norma. Für die gemütliche Zeit aus dem Norma. Ja, und Süppchen kommt doch auch immer ganz gut. Also die Sternchensuppe oder Grießklößchensuppe. Auch etwas sehr, sehr Leckeres. Ist auch nicht vorgelassen worden. Die Wache am Stadttor hatte Befehl, ihn zurückzuweisen. Ich bitte, mich zu entschuldigen. Du brauchst dich nicht zurückzuziehen. Wenn die Männer sich den Staatsgeschäften zuwenden, dann habe ich das unwiderstehliche Verlangen zu fragen, warum der Wein so sauer war. Gute Nacht, Rufius. Gute Nacht, mein Gemahl. Domitius am Stadttor abgewiesen. Der wievielte war er? In einem Jahr der 5. deiner Gesandten, der unverrichteter Dinge zurückgekommen ist. Wenn du hingegangen wärst, als du hast mir gewährt, dass ich hierbleiben darf. Das weißt du wohl. Aber wir brauchen jetzt den Vertrag mit Ägypten. Wir brauchen endlich wieder Weizen, Gold und... Ich kann nicht hingehen und mit ihr verhandeln, das weißt du sehr gut. Wenn sie sonst niemand vorlässt? Und wenn sie auch mich abweisen würde? Das wird sie wahrscheinlich nicht, das weißt du. Hast du sie jemals wirklich verlassen? Nein. Drei Tage warte ich nun darauf, von dir empfangen zu werden. Was ist der Zweck dieser Audienz? Geht dem Wohl von Ägypten. Ich weiß es. Vor dein Begehren. Darüber ist vor der Öffentlichkeit nicht zu sprechen. Ich gewähre keine privaten Audienzen an Personen, die sich nicht ausweisen. Ich bin Marcus Antonius. Ich weiß sehr gut, wer du bist. Was bist du gegenwärtig?
Botschafter von Rom. Prokonsul des römischen Imperiums östlich von Italien. Eindrucksvolle Titel. Ausweis genug für eine Privataudienz? Aber ohne einen Bündnisvertrag mit Ägypten kannst du deinen schönen, weiten Machtbereich nicht mehr halten. Nicht wahr? Das mag wohl sein. Dann, Marcus Antonius, stehst du vor mir als Bittsteller. Wenn du geruhst, mich als solchen zu... ...im Thron. Du wirst niederknien. Was werde ich? Auf die Knie. Du ersuchst einen Prokonsul des römischen Imperiums? Ersucht habe ich Julius Caesar. Von dir fordere ich es. Gut. Du bekommst den Vertrag, um den du bittest. Unter folgenden Bedingungen. Kraft deines Amtes als Prokonsul von Rom wirst du unverzüglich die Gebiete an Ägypten abtreten, die ich dir jetzt nenne. Judäa, Syrien, Armenien, Phönizien, die Provinzen Sinai und Arabien, die Inseln Rhodos, Zypern und Kreta. Du verlangst von mir ein Achtel des römischen Imperiums. Vielleicht sagen wir besser, ich gebe dir 7/8. Wie großmütig. Das kann ich nicht annehmen. Ich rate dir, es noch einmal zu überlegen. Am besten, du konsultierst deinen Vorgesetzten in Rom. Meinen Vorgesetzten? Octavian. Caesar Octavian. Du bist noch nicht entlassen. Jetzt, Antonius, bist du entlassen. Geht hinaus, alle. Die erhabene Königin will mich allein sprechen. Hinaus, bevor ich euch zerhacke und an die Pferde verfüttere. So pflegen die Römer, kleine Mädchen zu erschrecken. Sie erschrecken kleine Mädchen zu gern. Warte draußen. Ich habe Octavia auf Drängen ihres Bruders zur Frau genommen. Es war nichts als eine Geste des guten Willens, den Frieden zu besiegeln. Mit einem Kuss? Oder habt ihr euch nur die Hand gegeben, bevor ihr zu Bett gingt? Das Volk von Rom feierte begeistert die Vermählung noch bevor ich ankam. Wie konnte ich da ablehnen? Indem du Nein sagtest. Ich hoffe, die Präsentation per Fernseh-TV hat euch jetzt sehr gut gefallen. Es war der berühmte Spielfilm Kleopatra. Ja? Also ich sehe diesen Film wahnsinnig gerne und habe den auch schon mehrfach über Jahre hinweg ab und zu gesehen. Und jedes Mal, wenn er kommt, würde ich ihn mir auch wieder ansehen. Sodass wir also unser Video jetzt mal beenden, weil ich sehe jetzt den Spielfilm Kleopatra gleich weiter. Euch empfehle ich auch, diesen Spielfilm anzusehen, ja? Es ist der, der von der USA ist, von 1963 mit den ganz bekannten, bedeutenden Schauspielern und Schauspielerinnen, ja? Okay, ist mit Sicherheit im Internet verzeichnet, da könnt ihr euch den ansehen. Ich wünsche euch allen Lieben, ja, schöne, angenehme, gemütliche, nicht zu stressvolle, interessante, hochkreative Ostertage, ja? Und bleibt mir alle gesund.
Und beschenkt euch auch, ne? Aufmerksamkeiten kommen immer gut im Leben. Ich freue mich dann auch schon auf eine nette Aufmerksamkeit, Geschenkchen von meinen Eltern. Ja, und mit Sicherheit auch einen gewissen Ostergeldbonus, ne? Der charmante Videofilmer Markus ist in dem Moment auch mein Privatfahrer. Ja, er ist auch zum Kaffee bei meinen Eltern eingeladen. Und da wird er auch eine Kleinigkeit, eine Aufmerksamkeit von meinen Eltern natürlich ebenfalls erhalten. So, jetzt wünsche ich euch das Allerbeste und ich genieße heute am Karfreitag noch den Spielfilm Cleopatra. Ich hab euch lieb und freue mich besonders, wenn ihr treu bleibt als Abonnenten und weiter natürlich unsere hervorragenden Präsentationsvideos, die wir immer hochkreativ gestalten. Natürlich auch in sehr liebevoller und mühsamer Arbeit, ne? Aber von nichts kommt nichts. Das war ja schon immer so, ne? Also ich freue mich, wenn ihr das Video dann, das Ostervideo auch abonniert. In den nächsten Tagen werde ich noch ein kurzes drehen. Das werde ich mir noch durch den Kopf gehen lassen, weil ich möchte vielleicht dann noch mal kurz Ostern erwähnt haben. Aber das überlege ich mir jetzt erstmal in den Ostertagen. Also, bis dann! Bis zum nächsten Präsentationsvideo. Dieses Video jetzt ist das Ostervideo Wohnambiente, Gestaltungs-, Tischdekoration und so weiter Video Teil 18. Ja? Also, ich wünsche euch alles Liebe!